Also ich glaube, dass es schon stimmt, dass viele Leute denken, dass Politik langweilig ist, dass sich Sachen einfach sehr langsam bewegen. Aber ich glaube auch, dass Politik der Ort ist, in dem man tatsächlich eigentlich die großen sozialen Probleme unserer Welt löst. Und deswegen war es für uns einfach so wichtig zu sagen, okay, wir sehen, es gibt immer mehr Rechtsnationale und es gibt Rechtspopulisten und die wollen alle wieder zurück in den Nationalstaat. Und gleichzeitig werden die Probleme immer größer, egal ob es jetzt Klimawandel ist oder Jugendarbeitslosigkeit, die kann man gar nicht mehr als einzelnes Land lösen. Und wo macht man das? Da muss man in die Politik gehen, wenn man das verändern möchte. Und bei uns sind 70% der Leute vorher nicht in der Politik aktiv gewesen und haben jetzt, glaube ich, eigentlich große Freude daran zu sehen, dass man tatsächlich was bewegen kann. Also, dass wir jetzt sozusagen diese einen Sitz hier im Europaparlament haben mit mir, war einfach der Erfolg von ganz, ganz vielen Freiwilligen, die sich auf die Straße gestellt haben und die was bewegt haben. Und ich glaube, die sind alle angefixt für Politik.